Jongens, ik meld me hier nogmaals uit de Volkswagen. Ik word er morgen daar. Ik wist ja, een dag hier onder de Volkswagen gaat voor mij sowieso niet, weil ik op mijn Radtour gleich verbinde. In Volkswagen is alles ruhig, dat hebben die Jongens zich ja ook verdient. Also, we zijn ja alle nog begeistert. Von gestern, das war ja herrlich, das war ja grandios. Aber wenn wir uns alle wieder beruhigt haben, nicht, dann äußert Peter auch wieder Kritik, nicht, das wisst ihr ja. Und das auch nicht zu knapp. Nicht. Also auch wer das nicht ab kann, der braucht euch ja nicht zu lesen oder zu hören. Ich melde mich in den nächsten Tagen, da könnt ihr euch einen drauf lassen. Weil mir hat auch vieles nicht gefallen. Aber das ist in Ordnung. Wir haben ja, ich habe ja alle Register gezogen, Wahrsage. Bei der anderen Gurken, da war ich auch hier in Rotenburg an der Wümmel, ne? Also, und dennoch haben wir das Ding noch mit Thorsten Legert gestern in der Bildzeitung gemerkt. Da war schon alles ordentlich, also ich hatte alle Glücksspiralen gezogen. So, dann will ich mal meine Radtour weitermachen. Vielleicht sehe ich auch einen und einen anderen Spieler noch. Aber nochmal herzlichen Glückwunsch an meinen Luca Waldschmidt, ne? Den Jungen habe ich das gegönnt, ne? Der sitzt hier ein Jahr rum, ist ja schon fast vergessen worden und jetzt ist er der Held. Luca macht ein Ding weiterhin so und dann klappt das auch. Glaub mir das. So, noch was am Trainerteam auch. Alles richtig gemacht, aber ihr kriegt morgen auch euer Fett weg. Da kannst du dich drauf verlassen. Natürlich nehme ich da einen raus und das ist unser Torwarttrainer. Nicht? Also was der mit den Christian Martini gemacht hat, das war ja gestern Weltklasse. Nicht? Das muss ich so sehen, das ist der Stefan Wächter. Für mich, ich sage ja auch, der beste Torwarttrainer, was wir in Deutschland haben. Also Martini ist... für mich jetzt klar die Nummer 1, ob Adler bleibt oder nicht. Christian ist die Nummer 1, so sehe ich das. So, und die anderen Spieler, das werden wir weiterhin, werde ich morgen besprechen mit euch. Alles Gute, Jungs, nur der HSV, nicht? So sieht das aus. Wir haben uns nochmal gerettet, alles klar. Und ohne Reli, das ist ja auch gut, nicht? Da hatte ich mich auch schon drauf vorbereitet. Alles klar, und natürlich mein Tipp wieder 2-1, wieder richtig. Alles klar, Gute, tschüssi, tschüss.